Moin Moin und willkommen zurück zu einem Let's Play. Und zwar Assassin's Creed Rogue mit mir, The Gentleman. Ja, wir haben schon mal ein klein wenig begonnen, diesen Teil zu starten. Und ja, sind gerade noch mitten. Ich würde sagen, im Tutorial oder im Prolog-Bereich. Und ich sehe gerade, ich habe komplett Erbseneintopf auf der Brille, aber egal. ja, aktuell habe ich gerade noch mal so eine knappe Stunde Zeit, um mit euch gemeinsam noch mal zu schauen, was wir Spannendes haben und wie es denn so weitergeht. Da würde ich jetzt mal gucken, wie weit wir kommen, wo wir einen geschickten Cut haben, um dann auch nochmal für nächste Woche Freitag eine schöne Folge aufzunehmen. Entweder erkunden wir ein klein wenig jetzt hier noch in der Meerregion und wir sollten schauen, dass wir nicht. Das Schiff an der Wand setzen. Wir hätten Shay-Verbesserung, Morrigan-Verbesserung, ganz viel, was wir noch nicht nutzen können. Da hätten wir Port-Menier. Da drüben würde die Storyline aktuell weitergehen. Wisst ihr was? Wir schauen erstmal, dass wir hier aus dem Tutorial weitestgehend rauskommen. Und sagen, das machen wir ein bisschen flotter. Und ich sehe gerade, das Schiff ist leicht umgeschlagen. Dann sollten wir uns nochmal irgendwo ein einzelnes Gegnerschiff zum Erobern suchen. Sollten wir hier erstmal die Jungs vorbeiziehen lassen, sodass wir. Nicht ganz so viel Gegner gerade haben, wenn wir sozusagen versuchen, den Schoner aufzubringen. Diesen Schoner soweit vorbereitet, dass wir an Bord von beiden gehen können. Den einen können wir zum Plündern nehmen, den anderen können wir dafür nutzen, um unser Schiff zu reparieren. Ran.
schwimmen wir durch die kalte See. War man über Wasser. Irgendwie habe ich gerade ein Talent dafür, die Jungs außerhalb ihres Schiffs zu manövrieren. Dann reparieren wir erstmal die Morrigan. So, hier ist noch die andere kurz plündern. Macht Frieden mit eurem Schöpfer. Jungs, lass mich mal hier zum vorderen Hinterpunkt. Schön, dass ihr so repariert und euch schön anstellt, um besiegt zu werden. Das freut mich doch, wenn ich euer Schiff aufbringen möchte. Und dann schlachten wir doch das Schiffchen auch noch aus, bekommen dafür ein bisschen ordentlich Gold. Dann können wir mal Richtung der Storyline mischen fahren. Da geht der Schoner unter. Und damit sind wir erstmal wieder ganz ordentlich gerüstet. Aber es ist zumindest schon mal richtig geil, dass die Jungs aus Assassin's Creed 4 und auch aus dem dritten Teil den richtig großen Stärkpunkt, was halt das Flair anging, von den Shanties bei Schifffahrt genommen haben. Das tut richtig viel für ein gutes Flair. Aber wir haben anscheinend auch wieder eine kleine Brick im Einsatz. Aber eine relativ schwache Brick, aber lieber eine schwache Brick als gar keine Brick. Dann gucken wir doch mal, was wir hier finden. Okay. Hier scheinen wir so etwas Ähnliches wie eine neue Subkarte zu haben. Bringt die Hauptsegel in den Wind! Nehmen wir Fahrt auf!
Interessant. Franzosen. Willkommen in Neufrankreich. Bienvenue en Nouvelle-France. Hafenmeister und ein Gemischtwarenladen sind hier verfügbar. Das ist ja richtig nett. Erstmal zum Aussichtspunkt nicht arbeiten. J'ai rejoint l'armée, c'était pour la solde. Okay, da kommt man von da oben hin. Dann gucken wir doch erstmal zum Gemischtwarenhändler. Tabak, Steine, Stoff, Metall, Holz. Aktuell nutze ich französische Intermesser. Und wir hätten theoretisch Katanas verfügbar. Dann nutzen wir die doch so lange. Einfaches Steinschlosspistolen. Und Edwards Pistolen, umso besser. Sind wir auf jeden Fall schon mal deutlich besser ausgerüstet. Dann versuchen wir uns hier noch mal ein Stück weiter umzuschauen. Aber in der Nähe von der Bar habe ich auf jeden Fall noch gesehen, dass auch dort noch ein ganz genau ein Animus-Fragment über dem Dach hängt. Schalten Sie tavernenfrei, indem Sie Schläger verprügeln.
In jeder Stadt, jedem Dorf und jedem Lager gibt es eine Taverne. In Tavernen können Sie Besatzungsmitglieder anheuern, Missionen und so weiter. Okay. So haben wir auch diese Bar freigeschaltet. Informationen können wir beschaffen, spielen, Crew anheuern. Auch dort könnten wir spielen, aber das ist ja nicht das, was wir gerade vorhaben. Wir wollen hier erst nochmal die Stadt ein bisschen weiter erkunden. Herausforderung. Interessant. Aber erstmal da drüben in diese Richtung. Moin, Freunde. Muss man ja hier hochkommen. Was machst du denn da, Jungchen? Du möchtest hier laden. Auf den Stock drauf, hier rüber. Dann hier rüber fahren. Dann hier erstmal die Kiste einsammeln. Hier können wir jetzt hoch. Hier einfach in die Kiste kommen. Jo, hier gibt es eine Treppe. Dann können wir hier drüben über diesen Punkt in Richtung zum Ausguck laufen. Yeah.
Morgen gibt es noch eine Jagdherausforderung. Rotwild und Hasen. Das wäre vielleicht nochmal ein spannender Punkt. Kriege ich nämlich noch nicht von der Storyline her. Aus vergangenen Teilen. Das könnte irgendwie sowas sein wie die legendären Jagden aus AC3, die wir mit Connor gemacht haben. Dort sehe ich ein bisschen Rotwild. Gut, dass der Flossreflex gegen Hindernis ging. Damit haben wir auch Stellt euch der Herausforderung und be Sammeln Sie Rotwildfelle in der erlaubten Zeit. Fünf Felle. Nächstes Rotwild. Und hätten diese Mission abgeschlossen. 2000 Gold. Interessant. Wir hätten es wahrscheinlich auch ein bisschen dezenter ausführen können, aber dem ist halt so. Hier drüben hätten wir noch ein paar Häschen. Schiffe sprechen. Manche Aktivitäten scheinen sich auch erst freischalten zu lassen. Wenn wir ein bisschen weiter in der Storyline voran sind, wahrscheinlich hier irgendwie sowas wie das Plündern dieser Dörfer.
haben zumindest wieder 2 Taler mehr zusammen. Dort haben wir anscheinend irgendwas, was brennt. Klippen voraus, Sir! Drehsegel einholen! Dann docken wir doch mal an. Können wir noch was Sinnvolles fürs Schiff ordern? Wir können schon mal wieder eine leichte Verbesserung an der Morrigan nachordern. Ich würde jetzt aktuell nichts zu teures besorgen. Nein, die Buckenhuhn nehmen wir an der Stelle nicht. Mörser können wir aktuell noch nicht kaufen. Auch anscheinend hier nicht Puckelgewehre. Dann verbessern wir nochmal hier unsere schweren Kugeln. Erstmal so hin. Schwere Kugeln richten verheerenden Schaden beim Gegner an, allerdings nur auf Nahdistanz. Sehen Sie zur Seite und drücken Sie links zum Schießen. Vielen Dank für euer Vertrauen, Captain. Ein bisschen investiertes Kleingeld ist nie verkehrt. Dann laufen wir erst noch mal kurz hier die Punkte ab, sofern das relativ einfach ist. Wahrscheinlich von dort aus werden wir 90% dessen angehen können. Bleib stehen!
auch nicht verkehrt. Da hinten aus. Dann arbeiten wir uns nochmal nach da drüben. Das nächste wäre jetzt erstmal das da. Gut, dann unterlaufen wir. Oh, direkt dabei ist ein Kreidefelsen, wo man ja gut klettern kann. Dann haben wir da oben noch ein animes Fragment, das wir natürlich auch noch versuchen mitzunehmen, wenn wir gerade dabei sind. Die Templer tun alles, um die Artefakte zu verstehen. Ihre Spione waren schon bei vielen Wissenschaftlern in New York. Und sie haben auch mit vielen Stämmen darüber gesprochen. Ja, sie haben das Manuskript herumgezeigt. Aber niemand konnte es lesen oder die Bilder entziffern. Doch wir haben einen Namen. Wir wissen, dass Lawrence Washington das Manuskript verschickt hat. Lawrence Washington.
Geschäftsmann, wichtiger Politiker und hochrangiger Templer. Ah ja, ich hörte, er sei aus der Karibik zurück. Meine Leute sahen seinen Diener ein Paket annehmen. Dann wird ihm dieses Paket unverzüglich übergeben. Shay findet heraus, was es ist und findet Washington. Es wird Zeit, dass wir die Wahrheit erfahren. Auf zu Morrigan. Das klingt doch nach Plan. Sorry. Captain, nimm das Steuer! Mit ein bisschen Glück führt uns das Schiff direkt zu ihm. Ich mache mir mein Glück, Liam. Und Washingtons geht zu Ende. Top, Rahm und Marssegel hissen. Der Feind patrouilliert in diesen Gewässern, Captain. Das ist nicht gut. Vorsicht! Rahm und Marssegel, da. Ei. Da ist es. Also, Männer, Zeit, ruhig zu sein. Lawrence Washington ist ein mächtiger Geschäftsmann, Sklavenhalter und hoher Templer. Letztes Jahr haben wir seine Spur verloren. Ich habe erfahren, dass er in Barbados war, konnte das aber nicht bestätigen. Jetzt glaubt ihr, er hat etwas mit dem Raub der Artefakte zu tun? Ich traue es ihm zu. Mist. Also, wir sollen wahrscheinlich wirklich dezent sein. Aber wenn ich mal auf Uhr schaue, das könnte eng werden vom Timing. Dann würde ich sagen, machen wir diese Mission in einem neuen Teil. Jetzt sind mal wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Rook. Bis dahin, euer Gentle. Ciao.